Dann herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Heute großartige Zahl von 26 Leuten, die teilnehmen. Das Thema ist heute 10 Tipps für die Erstellung aussagekräftiger Lieferanten-Scorecards. Und da gleich die erste Lehrstunde für heute. Sie sind ein bisschen auf unser Marketing reingefallen. Wir haben natürlich nur 5 Tipps für Sie vorbereitet, aber 10 Tipps klang besser und da haben wir auch mehr Leute bekommen. Ist natürlich ein bisschen Quatsch von uns, unsererseits. Sie werden jetzt nichts, wir haben nichts eingespart. Sie kriegen dieselben Tippsanzahl. Bloß wir haben sie jetzt ein bisschen umkategorisiert. Deswegen die 5 Tipps. Das heißt, Sie werden nichts verlieren. Sie kriegen noch genau dieselbe Anzahl. Bloß ein bisschen anders aufgeteilt, um wirklich zu sehen, wie Sie Ihre Scorecards erstellen können. Das Wichtige aber vorerst mal vorab. Das heißt, wer sind die Präsentatoren? Ich fange mal mit meiner Wenigkeit an, weil ich schon gerade rede. Ich bin der Sebastian Mengewein, Director Growth Dach in der, wie schon gesagt, Dachregion. Bin dafür den Sales verantwortlich und freue mich heute hier zu sein. Mit an meiner Seite mein wunderbarer Kollege, der Achim Richards. Achim, Ja, willkommen. hallo. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen, natürlich. Auch ich, Director Growth Dach, arbeite seit vielen Jahren jetzt schon für Kodiak Hub mit einem Fokus auf die deutschsprachige Region in Europa. Und ich hoffe, wir können euch heute hier ein paar gute Tipps geben, wie ihr weiter mit Scorecards, Supplier Scorecards arbeiten könnt oder eure schon existierenden natürlich auch verbessern könnt. Genau, dafür haben wir auch was Schönes vorbereitet. Bevor wir damit anfangen, aber erstmal die Hausordnung. Wie man gemerkt hat, keiner kann reden außer wir beide. Das ist gut. Falls Sie aber jetzt zum Beispiel sagen, wir haben Fragen und möchten irgendwas gerne mehr wissen, gibt es da unten diesen Chat gerne benutzen und schon Fragen auch während der Präsentation reinstellen. Wir werden die dann im Nachgang direkt bearbeiten. Es wird noch eine Q&A-Session geben, aber dass das sozusagen da geklärt ist. Sie können jetzt schon, wenn Sie irgendwas Ihnen auffällt, eine Nachfrage stellen. Wir werden am Ende der ganzen Session dann darauf eingehen. Wenn wir über die Session sprechen, wie ist die aufgeteilt? Warum sind wir heute auch aus dem zu zweit da? Es gibt zwei Teile, nämlich A, den theoretischen Teil mit den 5 Tipps. Der geht 15 Minuten und dann wird Achim später zeigen, wie man das Ganze auch im Praxisbeispiel umsetzen kann, weil Theorie ist zwar schön und gut, aber Praxis ist natürlich noch viel besser. Und dann das Ganze runden wir am Ende ab mit einem schönen Q&A. Und das wird dann sozusagen der Höhepunkt sein, wo alle Fragen nochmal kommen und wir ein paar Informationen haben für Sie. Bevor wir aber anfangen, erstmal zum Aufwecken, zum Dabeisein, zu gucken, wer ist alles dabei, eine Pause, eine Umfrage, die wir jetzt starten. Lieber Achim, es sollte jeder sehen, was da kommt. Ach genau, Achim, sorry, du darfst gerne die vorlesen. Alles klar, ja, wir arbeiten heute mit dem Thema Lieferanten-Scorecards und natürlich interessiert es uns auch jetzt, ob ihr schon mit Lieferanten-Scorecards arbeitet und daher die Frage, arbeiten Sie heute schon mit Lieferanten-Scorecards? Ja, teilweise oder nein? Ich denke, Sie müssten die Abfrage jetzt sehen und könnten ja vielleicht kurz antworten. Genau, du bist ja dann mein Wahlkampfstudio, lieber Achim. Du wirst mir dann bestimmt ein paar Updates geben und sagen können, wer wie was gemacht hat. Genau. Bis jetzt sieht es so aus, dass wir 43% Nein geantwortet haben, 33% mit Ja, mit teilweise und 23% haben also mit Ja geantwortet. Das heißt, wir haben also schon einige im Call, die auch schon Erfahrungen mit Supplier Scorecards haben. Genau, ist auch für alle Interessengruppen was dabei. Nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt den Gral, was die Supplier Scorecard angeht, sondern wir wollen ja wirklich, wie gesagt, 5 Tipps geben. Da können Sie ja mal vergleichen, was Sie machen, was es für Unterschiede gibt. Das muss jetzt nicht Schlimmes sein. Das ist aber etwas, vor allem für diejenigen, die noch am Anfang stehen oder nur teilweise was haben. So, gehen wir weiter. Warum überhaupt ein Supplier Scorecard? Was ist eigentlich der Sinn dahinter? Und das ist eigentlich was ganz Natürliches, was wir da machen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt joggen. Ich hoffe, da gibt es ein paar Jogger unter uns. Es muss aber nicht unbedingt joggen sein, es kann auch das Essen gehen sein. Wenn wir unterwegs sind, joggen, dann ist es zwar lustig und schön, auch die Natur zu genießen, durch den Wald zu laufen, aber im Grunde tracken wir uns selber, weil wir sehen wollen, wie ist denn unser aktueller Zustand, wo sind wir gerade, aber auch im Vergleich, was war denn die Historie? Habe ich mich verbessert? Bin ich diesmal schneller gelaufen? Bin ich eine längere Strecke gelaufen? Ist diese Strecke diesmal anders gewesen? Solche Details, die wir auswerten, die wir während des Joggens aufsammeln und dann schön in der App oder halt in Ihrer Uhr wunderbar sehen. Dasselbe gilt für andere Situationen, wie gesagt, auch wenn Sie zum Essen gehen zum Beispiel, dass Sie dann natürlich zum Beispiel fragen,
welches Restaurant ist denn gut? Gehen auf verschiedene Seiten und gucken sich da ein Rating an. Was jetzt zum Beispiel ist das Restaurant besser als das andere? Das heißt, Scorecards gehören eigentlich zu unserem Leben dazu und geben uns auch mehr Insight und Transparenz über unser Tun oder über das, was wir machen wollen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Wie können Sie eine gute Scorecard aufbauen? Erster Tipp dabei ist ein sehr schmerzhafter. Und zwar treten Sie Ihre Excels in den Allerwertesten. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr hart, weil viele wahrscheinlich immer noch Excel benutzen und Excel ist ein sehr valides Tool. Aber um eine richtige Scorecard auszubauen, ist Excel ein bisschen zu wenig. Deswegen müssen wir erstmal den Abschied feiern von Excel und dann in den nächsten Schritt gehen, nämlich ein geeignetes Tool dafür zu finden, um halt so eine Scorecard anzuzeigen. Was wäre ein gescheites Tool? Hier haben Sie mal eine ganz kurze Übersicht. Und ich weiß, auch das ist wieder so eine schockierende Übersicht. Man guckt sich das an und sagt, oh mein Gott, ganz viele Tools. Was ist denn jetzt eine Scorecard? Welches denn was kann ich denn nutzen? Und wir können auch keine Antwort geben darauf, welches Tool Sie nutzen sollen oder wollen. Wir können nur eine Antwort darauf geben, was wir finden, was eine gute Scorecard enthalten soll, wenn man jetzt kein Excel mehr benutzt. Was ist denn überhaupt der Sinn, warum wir Excel abschalten sollen, warum wir überhaupt auf eine Scorecard umwechseln sollen? Das erste ist natürlich ganz klar, dass wir bessere Lieferantendaten bekommen. Und zwar, dass wir die Daten auf einen Blick haben und sofort wissen, ah ja, das ist mein Lieferant, das sind die Stammdaten zu dem, das ist die Steuernummer da, die Adresse da, das mache ich mit dem, das ist meine Organisation, meine Einkaufsorganisation und das ist mein strategischer Ansprechpartner, den ich dort habe. Des Weiteren finde ich natürlich eine bessere Compliance in der Lieferkette. Was heißt das wiederum? Wenn ich weiß, was mein Lieferant so macht, was für Daten da erhoben wurde, kann ich auch sagen, ob er nun compliant ist, dieser Lieferant, oder ob nicht compliant ist. Es kann Compliance sein, natürlich in dem Unternehmenskontext. Das heißt, was das Qualitätsmanagement angeht, passt das sehr gut zu unserem Unternehmen. Es kann aber auch Compliance sein Richtung Lieferkettengesetz. Ja, das sind so verschiedene Kategorien, die es reingehen kann. Auch ist natürlich dadurch ein verbessertes Kategorienmanagement möglich. Das heißt, wir reden da über Lieferantenklassifizierungen. Das heißt, ich kann unterscheiden, ist es jetzt zum Beispiel, wie Krajic das Ganze macht oder andere Klassifizierungen es machen, ist es jetzt ein Basislieferant, ein strategischer Lieferant, ein Bottleneck-Lieferant und so weiter. Das kann ich dann tun und kann es auch auf einen Schlag besser sehen. Natürlich hilft das dann auch dabei, wenn man so eine gesamte Supplier-Scorecard hat, besser mit den Teams zusammenzuarbeiten, weil A, jeder hat dieselbe Datengrundlage und wir können besser mit den Teams kommunizieren und sagen, da haben wir ein Gap zum Beispiel in dem Lieferanten und da performt zum Beispiel sehr, sehr gut der Lieferant. Können wir da ein bisschen was tun oder können wir da geeignete Maßnahmen ergreifen? Und natürlich dann auch, wenn wir das haben, wenn wir das über jeden Lieferanten haben, können wir auch besser segmentieren. Das heißt, ich kann dann wirklich arbeiten und sagen, ich möchte gerne alle Lieferanten, die einen gewissen Spend haben, die eine bestimmte Klassifizierung haben, einen bestimmten Tier haben und auch ein bestimmter Typ des Lieferanten ist. Das kann ich alles machen und sozusagen perfekt segmentieren in diesem Punkt. Das ist sozusagen die erste Benefits, die wir haben. Damit auch der erste Tipp vorbei. Der zweite Tipp ist dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich entschieden, kein Excel mehr, ich möchte jetzt diese Vorteile genießen, was muss ich tun? Das erste ist erstmal eine Einführung einer Rating-Methode. Auch da wieder gibt es mehrere Möglichkeiten. Und bevor wir das angucken, müssen wir erstmal klären, warum wir es brauchen. Fakt nämlich Nummer eins ist, dass die Beschaffung selber komplex ist. Ja? Ein sehr komplexer Prozess. Aber auch ein Fakt ist, dass Bewertungen eine Einfachheit bieten. Das heißt, wir müssen sozusagen die Komplexität bündeln und daraus eine recht einfache Bewertungsmethode zu machen. Was heißt das damit? Wir müssen jetzt nicht uns für komplexen Bewertungsmethoden reinsteigern oder komplexe Modelle sich ausdenken, sondern mit einfachen Bewertungskriterien anfangen. Das kann zum Beispiel sein 1 bis 5, dass man sagt, 1 ist ein ganz schlechter Lieferant und 5 ist ein toller Lieferant, also dieses 5-Sterne-System zum Beispiel. Man kann auch mit Prozenten arbeiten und sagen, 100% ist das Beste, 1% natürlich das Schlechteste. Oder mit so einem berühmten Traffic-Light-System, also mit so einem Ampelsystem, dass man sagt, okay, roter Lieferant, schlecht natürlich, gelb, Risiko und grün, perfekt. Ja, diese Möglichkeiten haben Sie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansichten, wie wir es machen sollten. Sie sollten es bloß einfach darstellen, dass man sofort sieht, der Lieferant ist okay, mit dem kann ich arbeiten, der Lieferant ist nicht okay und mit dem kann ich arbeiten. Das bieten alle drei Möglichkeiten. Sie müssen sich nur einigen, welche für Sie am besten passt. Wenn ich das gemacht habe, brauche ich natürlich gewisse KPIs, Ziele und Zielvorgaben, um da so einen Score zu errechnen. Ne? Was bedeutet denn eigentlich die Nummer 5? Was bedeutet denn ein gelbes Licht? Und was bedeuten 80%? Und dazu brauche ich diese KPIs, Ziele und Zielvorgaben.
Wie mache ich das Ganze? Naja, man kann halt nichts messen, was man nicht messen kann. Deswegen, das ist die wichtigste Grundaussage. Ich sollte jetzt nicht anfangen, irgendwas zu messen, was nicht geht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen will, wie ist denn gerade der Gemütszustand meines Lieferanten? Ist ein ganz netter KPI, kann ich aber nicht messen. Fällt mir schwer. Deswegen ist wichtig, gewichtige Leistungsindikatoren zu definieren. Das heißt, welche Kriterien und Parameter wollen Sie bei einer Lieferantenbewertung messen? Das heißt intern, aber auch extern. Was ist denn auch gleichzeitig die Zielsetzung dieser ganzen KPIs? Was ist die gewünschte Leistung der Lieferanten? Ja, also was sollen die erreichen? Zum Beispiel gehen wir mal ganz konkret rein. Sie wollen eine gewisse Delivery-to-Time-Kriterium haben und sagen, ja, 90% oder 95% der Bestellungen sollen on time sein, 5% sind im Akzeptanzbereich. Und da kommen wir auch zum nächsten Bereich, nämlich die Akzeptanzkriterium. Was ist das die Mindestleistung, die wir erwarten oder die Mindestperformance, die wir erwarten? Oder auch die Höchstperformance, die wir akzeptieren, ja, dass wir ein schönes Gap implementieren, weil wir wissen auch, nicht immer ist alles perfekt, deswegen müssen wir auch eine gewisse Marge einspielen, aber es sollte definiert sein und auch genauso festgehalten sein, um dann richtige KPIs zu ermitteln und auch richtige Zielvorgaben zu implementieren. Mal ein Beispiel dafür, was KPIs sein könnten, die wir nutzen können. Zum Beispiel im Schwerpunktbereich Governance und Compliance könnte es sein, wie ist das Qualitätsmanagement des Lieferanten? Wie macht er seine Supply Chain? Wie ist die aufgebaut? Wie managt er die? Wie weit ist seine Innovationskraft? Etc. etc. Dann gibt es natürlich auch noch Risikenfokus, die ich nehmen kann. Zum Beispiel, wie sind seine Menschenrechte, Arbeitsrechte? Wie sind auch die Umweltrisiken? Was ja für die Lieferkette sehr wichtig ist, aber auch später für die Corporate Sustainability Due Diligence. Das sind wichtige Themen. Oder man kann auch wirklich Performance-Kriterien nehmen, wie zum Beispiel, wie war denn die Qualität und Leistung der Produkte? Wie ist denn die Lieferung gewesen? Wie ist allgemein die Lieferkette oder auch die Kommunikation mit dem Lieferanten gewesen? Wie gesagt, Beispiele, an die sich festhalten können, Vorgaben, die auch sinnvoll sind. Das sind von unserer Seite Best Practices, die Sie auch später nochmal sehen werden. Sie können aber auch natürlich andere Kriterien auch noch für Sie wählen. Wenn ich jetzt das Ganze gemacht habe, geht es natürlich darum auch mit Tipp 4, diese Erwartungen zu kommunizieren. Was heißt das? Diese Erwartungen sollen nicht nur kommuniziert werden intern, das heißt zu unseren verschiedenen Abteilungen. Sie werden ja nicht nur einen Einkäufer haben oder eine Abteilung von zwei Leuten, sondern Sie werden wahrscheinlich verteilte Abteilungen haben oder mehr als zwei Leute, wo Sie miteinander kommunizieren müssen und feststellen müssen, dass Ihre internen Stakeholder, das können die Logistik sein, das können Ihre Manager sein, zu wissen, was wollen wir mit der Scorecard erreichen, was wollen wir messen, was ist der Ziel dahinter. Und diese Erwartungen müssen auch Richtung Lieferant kommuniziert werden, dass man sagen kann, das sind die Ziele, die wir haben, das macht man meistens ja in dem Vertrag, wo im Vertrag alles steht, was sind die Akzeptanzkriterien, was sind die Ziele, aber dass man das auch wunderbar in diesen Scorecards bereitstellen kann, sodass auch der Lieferant selber sehen kann, wo befinde ich mich denn gerade. Das ist ganz wichtig in diesem Bereich. Dann kommt es zu Tipp Nummer 5, eine ganzheitliche Denkweise. Und was meinen wir damit? Da geht es darum, wie kann ich denn sozusagen diese KPIs, die ich jetzt schon habe, wirklich mit Daten befüllen? Also wie kann ich die zu Leben bringen? Wie kann ich das Ganze messen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann natürlich nach einem internen Stakeholder-Feedback fragen, also meine verschiedenen internen Abteilungen, wie zum Beispiel die Qualitätssicherung, die Logistikabteilung, und sagen, wie war es denn mit der Messung, also wie war es denn mit der Lieferung, wie war es denn mit der Qualität der Produkte? Ich kann aber auch die Lieferanten selber fragen. Sie wissen schon, klassische Selbstauskünfte, den ich den Lieferanten zur Verfügung stellen kann und sagen kann, wie ist denn dein Qualitätsmanagement, wie ist denn dein Umweltmanagement etc. etc. Dann habe ich natürlich auch APIs zur Verfügung Richtung den ERP-Systemen, wo ich ganz klassisch abfragen kann und sagen kann, wie viele Complaints gab es im letzten Jahr? Und wie viele Verstöße gab es denn gegen unsere Auflagen zu den Lieferbedingungen, die wir hatten? Ja, und auch Bezahlbedingungen. Und dann gibt es natürlich auch Marktinformationen, das heißt Länderrisiken, die ich einspielen lassen kann, aber auch allgemeine Industrierisiken, die ich nutzen kann, um so eine Scorecard zu befüllen. Hier ist mal ein Beispiel, kann sich auch mal ganz genau anschauen, sehen Sie aber später nochmal live als Beispiel. Wenn ich jetzt diese Quellen habe, nach was kann ich das Ganze aufteilen? Und da haben wir auch mal Best Practices mitgebracht, wie Sie Ihre Scorecards thematisch aufbauen können. Das heißt, Sie können natürlich erstmal eine Abdeckung von Länderrisiken bauen. Das heißt, mit verschiedenen ESG-Kriterien, CSA-Kriterien oder auch Qualitätskriterien, die für die Due Diligence, nicht nur für die Due Diligence verfügbar sind, aber auch zur Hilfe von Due Diligence möglich sind. Also für die Sorgfaltspflichten, sei es nun im Lieferkettengesetz oder halt in der anstehenden CSDD. Dann natürlich auch die Abdeckung der Performance von Lieferanten. Das heißt,
was war denn ihre wirkliche Performance? Das heißt, sie haben einen extra separaten Slot für ihre Lieferantenbewertung, weil das wollen wir ja trennen. Es gibt, wie gesagt, diese Compliance-Thema, dann die Lieferantenbewertung. Dann ist wahrscheinlich auch schön zu sehen mal, wie ist die finanzielle Bewertung? Was meinen wir damit? Zum Beispiel ein Credit Rating. Ist der Lieferant denn liquide? Hat er eine gewisse finanzielle Stabilität? Hat er eine gewisse Solvenz, die er machen kann? Ist er auch, hat er auch einen guten Track-Record davon? Dann könnten Sie auch mit Medienmonitoring auf dem Laufenden bleiben. Das heißt, Sie könnten sehen, was sagt denn die Medienlandschaft über den Lieferanten? Ja, gab es irgendwelche Vorfälle? Gab es irgendwelche Skandale? Gab es irgendwelche Menschenrechtsverletzungen, Streiks etc.? Das sind alles das, was Sie auch als separaten Ankerpunkt haben können in Ihrer Scorecard. Und dann natürlich auch geopolitische Risiken, die Sie überwachen können, Makrorisiken, zum Beispiel Sanktionslisten, die da reinkommen oder Special Interest List, dass es nicht nur jetzt geht Richtung Sanktionslisten, aber auch, dass Sie sehen, manche Firmen haben gegen gewisse Auflagen verstoßen oder haben Steuern hinterzogen etc. Und da können Reputationsrisiken entstehen. Das sind solche Themen, die Sie auch nutzen können. Und natürlich dann allgemeine Informationen in den Lieferanten. Das heißt, ganz klassische Lieferantenstammdaten, aber auch die Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation mit dem Lieferanten. Das heißt, alle Informationen, die ausgetauscht wurden in der diversen Kommunikation mit dem Lieferant. Und natürlich dann auch die Dokumentation. Das heißt, alle Dokumente wie ISO-Zertifikate, Verträge, Anmerkungen, Meeting-Notizen, die Sie hochladen können und dann auch zentral haben, sodass Sie wissen, ah ja, das ist die Vertragsgrundlage und das sind die jeweiligen Informationen dazu. Genau. Und das sind eigentlich so alle 5 Tipps aus der Theorie, die wir zusammengefasst haben. Und das würde ich gerne abschließen mit einer nächsten Umfrage. Und damit, Achim, hast du wieder die Bühne. Ja, Sie müssten die Umfrage jetzt sehen. Und zwar würden wir gerne fragen, nutzen Sie heute schon ein Tool für Supplier Information Management und die Erstellung von Supplier Scorecards? Genau. Ich sehe noch keine Ergebnisse. Okay. Moment. Kann ich auch, ja, doch. Es müsste jetzt gleich reinkommen, die ersten Ergebnisse. So, ja. Ich sehe, es wird noch abgestimmt. Und zwar würden wir das gerne deswegen auch mal fragen, weil jetzt ja der zweite Teil des Webinars den Fokus hat, dass wir uns mal ganz aktiv in einem Werkzeug, und zwar natürlich in unserem Werkzeug, ein Beispiel für eine Supplier Scorecard anschauen. Sehen Sie das einfach mal als eine kleine Inspiration, wie sowas aussehen kann, zum Beispiel. Achim, ich glaube, keiner sieht die Umfrage. Gerade ja, die Umfrage läuft noch. Ah, nee, weil gerade manche im Chat schreiben, sie sehen die Umfrage nicht. Aber muss man unten, da unten gibt es einen Button, Polls, und da muss man draufklicken. Ja, genau, die ist aber raus und ich sehe auch, es wird abgestimmt. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, manche wissen, sehen es nicht, deswegen. Sorry. Ah, okay, alles klar, sehr gut. Ich kann ja schon mal so ein Zwischenergebnis liefern. Also wir sehen, dass es tatsächlich 33% gibt, die also ein Tool in Planung haben. Mhm. Es gibt 25%, die ein Tool haben und auch 25%, die keins haben, 23% jetzt. Und dann gibt es auch noch mal ein Viertel der Leute, die teilweise schon ein Tool implementiert haben. Alles klar. Das ist ja interessant. Das heißt, da können wir vielleicht möglicherweise dem einen oder anderen hier noch ein bisschen mehr Inspiration liefern, indem wir mal ein Live-Beispiel zeigen. Und zwar natürlich, wie gesagt, in unserer Plattform. Wir werden jetzt, müssten Sie meinen Bildschirm sehen, genau. Und zwar, was ich Ihnen jetzt zeige hier, ist also unsere Plattform, Supply Relationship Management Plattform von Kodiak Hub. Ich kann Ihnen natürlich nicht das ganze Tool zeigen, sondern ich bin jetzt direkt mal ins Herzstück von unserer Plattform reingezoomt und zeige Ihnen einfach mal ein Beispiel eines Zulieferers, eines fiktiven Zulieferers und wie so eine Scorecard aufgebaut ist. Wir können natürlich jederzeit auch nochmal da einen größeren Fokus fahren und Ihnen das Tool komplett zeigen, aber ich will jetzt erstmal nur auf die Scorecard eingehen, weil die ja auch das Thema des heutigen Tages ist.
Und zwar sehen wir hier einen fiktiven Zulieferer, Nova Tower GmbH, der in Deutschland situiert ist und wo jetzt alle Daten, die wir im Tool sammeln können, auf einer Seite hier abgebildet werden. Und zwar werde ich jetzt die einzelnen Teile mal durchgehen. Wir arbeiten ja mit einem Tool, das modular aufgebaut ist, und wir können hier verschiedene Module abbilden, die auch schon über Drittanbieterdaten gefüttert werden. Das heißt, die Daten gibt es schon so, wie ich Ihnen sie jetzt zeige, ohne dass Sie selber im Prinzip was tun müssen. Und zwar einmal das Rating Safe Source mit dem Länderrisikorating, was einem also so einen Makrofokus gibt auf die Risikothemen in einem bestimmten Land, die dann mit verschiedenen Indikatoren aufgebaut sind, mit 39 verschiedenen, die aus verschiedenen international anerkannten Quellen kommen, die dann zu einem Länderrisiko führen, das dann was mit dem Land zu tun hat, in dem der Supplier situiert ist. Im nächsten Schritt werden dann hier auch die Sanktionslisten abgebildet, und zwar ganz hier unten. Hier kann man also zum Beispiel jetzt sehen, dass bei diesem Zulieferer no sanctions found. Das ist natürlich eine gute Nachricht für uns. Dann keine Sorgen machen müssen. Der Supplier wurde, also der Lieferant wurde gescannt bei allen Sanktionslisten, und hier ist also alles im grünen Bereich. Wenn dies sich irgendwann ändern sollte, dann wird das bei uns automatisch zu einer Notification führen, die Sie dann warnt, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Unter Umständen kann sich der Status des Lieferanten verändern. Sie sehen hier oben diese grüne Flagge, und dann können Sie reingehen und schauen, welche Sanktionen denn plötzlich in Kraft treten, die den Supplier betreffen, und dann eine Entscheidung treffen, ob man noch mit dem Zulieferer arbeiten kann oder nicht, oder ob vielleicht so ein Status Approved sich hier oben dann eben ändern muss. Dann haben wir auch hier noch, wie eben schon vom Sebastian erwähnt, auch finanzielles Rating integriert. Das läuft bei uns über Mode Finance. Hier kann man also über die Steuernummer ein finanzielles Rating abrufen, ein Finanzrisiko, Bonitätskontrolle im Prinzip durchführen und sehen, wie stabil der Zulieferer hier aufgestellt ist. Auch kann man ein Media Screening abbilden, das auch dann einmal ein Newsfeed ist, aber auf der anderen Seite auch die Adverse Media abbildet, wo wir jetzt hier auch gute Nachrichten, keine Negativmedien direkt finden können und wir dann also hier uns auch sicher fühlen können. Das sind jetzt erstmal die Themen gewesen, die wir also so als Drittanbieter Datenquellen in der Plattform fertig integriert haben. Darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, noch andere Datenquellen, andere Datenbanken, wie zum Beispiel EcoVadis, Integrity Next oder auch andere Datenbanken anzuzapfen, um diese dann hier auf einer solchen Scorecard zu integrieren. Im nächsten Schritt sieht man dann hier die Ratings, und hier kommen wir jetzt zu dem großen Thema, was ja eben auch schon in der Theorie behandelt wurde. Wie baut man also jetzt dann so eine Messsystematik auf? Wir arbeiten hier einmal mit zwei verschiedenen Themenbereichen. Einmal die Sustainable Practices, wo für uns also die Lieferantenqualifizierung stattfindet und auch das genauere Risikomanagement stattfindet, und dann die Performance-Bewertung. Das heißt, ich arbeite mit einem Zulieferer schon zusammen und kann also jetzt messen, wie der im Tagesgeschäft dann unseren Standards gerecht wird. Unter diesen einzelnen Messungen liegen dann die einzelnen Themenbereiche, die gemessen werden können. Hier kann man also dann wirklich kundenspezifisch sich so eine Scorecard aufbauen. Und zwar ist immer der kleinste Nenner, sind die Indikatoren, die wir hier im Hintergrund laufen haben. Die stammen bei uns zum Beispiel aus einer Datenbank, die genutzt werden kann, können aber auch selber kundenspezifisch definiert werden. Man misst die einzelnen Indikatoren und kann dann sehen, dass diese auch aus verschiedenen Datenquellen kommen können. Hier zum Beispiel haben wir jetzt mal Mix Insight. Das ist eins unserer Module, wo die Selbstabfrage beim Zulieferer stattfindet, also die Lieferantenqualifizierung. Und dann haben wir aber auch noch die Kategorie von Indikatoren Onsite. Das sind die Indikatoren, die über Audits gemessen werden, sodass man also hier dann auch wirklich eine Triangulierung von Daten durchführen kann, die ein Mix aus verschiedenen Datenquellen sind. Und das können dann zum Beispiel auch Datenbanken sein, die man anzapft.
Die ganzen Indikatoren zusammen messen dann in die verschiedenen Themenbereiche, wo man dann auch das erste Rating schon bekommt. Die verschiedenen Themenbereiche, das Rating der verschiedenen Themenbereiche fließt dann hier in die Sustainable Practice Bewertung ein, die dann ein Teil hier oben vom Global Rating ist. Und das ist genau diese Systematik, die auch der Sebastian eben erklärt hat, indem ich also von vornherein Zielfestlegungen habe, was ich messen möchte und eine Bewertung dahinter lege, wie wichtig oder nicht wichtig das ist oder auch im Verhältnis, dass wie wichtig die Dinge sind, kann man dann also hier im Endeffekt automatisch dann Ergebnisse abrufen. Hier haben wir die Performance-Messung. Das heißt, hier arbeite ich jetzt mit Zulieferern auf meinem tagtäglich zusammen und messe dann zum Beispiel Themen wie die Qualität, die geliefert wird. Hier kommen die Daten normalerweise entweder aus festen KPIs, die irgendwo gemessen werden, dann über eine Integration in unser System kommen. Man kann die einzelnen Indikatoren dann natürlich hier auch individual analysieren. Der einzelne Indikator fließt dann wieder in die Bewertung der Thematik ein, die dann wieder in die Bewertung der Performance einfließt und dann wieder ein Teil des Global Ratings ist. Hier sind also die Daten dann abrufbar, sowohl aus einer KPI, die man vielleicht schon irgendwo anders misst, die über eine Integration reinkommt oder halt eben auch über Lieferantenevaluierungen, indem man also dann Daten bei seinen einzelnen internen Stakeholdern, Einkäufern oder auch anderen Touchpoints abruft und die dann hier in die Bewertung einfließen, also die sogenannten Soft Fact Evaluierungen. Wenn man sich jetzt mal anschaut hier, dann, was die einzelnen Datenquellen angeht, dann sieht man zum Beispiel hier sehr schnell, bekommt man also eine Übersicht von meinen Fragebögen, die ein Zulieferer ausgefüllt hat, die gleich, wie eben schon erwähnt, auch wieder mit einer Bewertung hinterlegt sind. Hier werden also dann die einzelnen Indikatoren über die einzelnen Fragen an den Zulieferer gemessen. Ich kann mal kurz in so ein Assessment reingehen. Da sieht man dann hier gleich also die Punkte, die hier vergeben werden, die dann natürlich genau auch korrespondieren mit wie wichtig oder nicht wichtig gewisse Fragen, gewisse Indikatoren halt dann eben für ein bestimmtes Unternehmen sind. Das ist komplett customizable, sodass Sie das an Ihre eigenen Bedürfnisse auch anpassen können. Hier sehe ich also dann, wie gesagt, die verschiedenen Datenquellen. Einmal die Selbstbefragungen, also die Datenrequests, die ich an den Zulieferer rausgeschickt habe. Ich sehe die Audit-Results direkt hier abgebildet und natürlich dann die internen Evaluierungen, die dann durchgeführt wurden, die dann hier oben in die Performance-Messung zum Beispiel einfließen. Gleichzeitig mit dem, was ich messe, kommen natürlich dann hier unten auch viele Dokumente ins System. Die werden dann hier unten im Dokumentenmanagement-System abgelegt, sodass ich direkt alle Dokumente auch dann unter den verschiedenen Kategorien aufgeteilt hier abgelegt habe, die in einem bestimmten Zulieferer zuzuordnen sind, die dann auch wieder hier über die verschiedenen Dokumententypen natürlich abgefragt werden können. Und wenn ich jetzt mal hier reinzoome in so ein ISO-Zertifikat, dann sehe ich halt auch sehr schnell und habe auch volle Kontrolle darüber, ob ein Zertifikat noch aktuell ist oder wann es ausläuft. Und natürlich ist das dann auch wieder mit einer Warnung verbunden, die dazu führt, dass man dann also eine Warnung bekommt, bevor ein Zertifikat ausläuft, sodass man dann direkt eine Aktion starten kann, auch direkt wieder hier zentral übers Tool, um dann abgedatete Zertifikate abzufragen. Nächster Schritt ist dann natürlich auch, dass man mit einem Zulieferer kommunizieren muss und auch das ist wieder hier abgebildet. Hier sieht also jeder Einkäufer direkt, welche Thematiken oder welche Handlungen gerade mit einem Zulieferer umgesetzt werden, welche Corrective Action Pläne, Improvement Proposals oder Claims am Laufen sind und was der Status ist, sodass man dann zentral auch weiß, was gerade beim Zulieferer los ist. Genau. Das war jetzt mal eine schnelle Übersicht über die Scorecard. Vielleicht noch ein Thema dazu. Das ist natürlich ein Thema, was für den erster Linie für den strategischen Einkauf wichtig ist. Das heißt, der strategische Einkauf ist daran interessiert, welche Indikatoren wie gemessen werden. Was natürlich der Output von einer solchen Scorecard eigentlich ist, ist im Prinzip nur hier oben das Approved und das Green Flagging. Das heißt, was meisten von unseren Kunden im Prinzip machen, ist, dass der strategische Einkauf dann tatsächlich
tatsächlich so eine Scorecard hier zusammenbaut, diese dann misst, die Kriterien erstellt und dann der operative Einkauf meist immer nur Zugang bekommt zu zum Beispiel einer grünen Flagge oder einem Approved Status, weil der will im Prinzip nur wissen, darf ich bei einem Zulieferer kaufen oder nicht. Genau das ist ja der Hintergrund von so einer Scorecard. Ich sammle alles auf einer bestimmten Scorecard, habe einen vollen Übersicht und kann dann aber auch den Output so einfach wie möglich und so automatisiert wie möglich nutzen. So viel erstmal als ein schneller Überblick. Natürlich war das jetzt ein schneller Überblick. Natürlich ist es ein komplexes Thema und natürlich kann man auch in alle Bereiche hier nochmal 2, 3 Schritte tiefer einsteigen. Das können wir gerne auch tun. Wir sind jederzeit bereit, natürlich auch nochmal individuell mit Ihnen das Tool anzuschauen und dann auch nochmal auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir schauen uns mal an. Es gibt hier die ein oder andere Frage, die reingekommen ist. Da ging es in erster Linie um die Polls, sehe ich. Genau. Ich glaube, das Problem haben wir gelöst. Gibt es denn schon mal Fragen soweit zur Präsentation, auf die wir jetzt eingehen könnten, sollen? Ich sehe, da kommt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Ja, genau. Achim, machen wir wie immer klassisch, dass du eine Frage nimmst, ich eine Frage nehme, dann ist es fair. Das ist immer demokratisch. Genau. Oder wir machen es einfach so, du nimmst alle Fragen, die ich nicht beantworten kann. Oder so, dann muss ich ja gar keine Frage beantworten. Gut, alles klar. Ansonsten werden wir auch gleich noch Ihnen auch noch einen kurzen Link online schalten, bei dem Sie dann auch nochmal direkt mit uns in Kontakt treten können. Aber das machen wir jetzt erstmal nach den Fragen. Hier haben wir die ersten Fragen. Genau. Ja, die erste Frage ist, ein Aktionsplan, ist das neu? Das ist uns Ihnen aus der Demo mit Kodiak Hub noch nicht bekannt. Nein, das ist kein neues Thema. Das gibt es schon länger. Vielleicht ist es dann für Sie dann auch mal eine Möglichkeit. Ich sehe jetzt leider nicht genau, wer das hier gepostet hat. Wir können diese Aktionsfunktionen gerne mal in der Tiefe zeigen. Das würde jetzt hier ein bisschen zu lang führen, wie man also hier dann Aktionen erstellt, wie man diese kommuniziert und behandelt. Buchen Sie einfach nochmal eine Demo mit uns, dann gehen wir da nochmal spezifisch auf das Thema ein und schauen, wie man Handlungspläne in Kodiak Hub umsetzen kann. So, die nächste Frage wäre, über welche Standardschnittstellen werden Daten integriert? Das ist definitiv eine Frage an dich, Sebastian. Sehr gerne. Und zwar haben wir eine REST-API, das heißt, es ist eine Standardschnittstelle, aber es gibt, die ermöglicht uns, in alle Systeme reinzugehen. Das heißt, wenn wir über Integration sprechen, reden wir über verschiedene ERP-Systeme, wie zum Beispiel Galileo, SAP, Microsoft etc. oder auch andere Systeme. Und wir nutzen eine REST-API, um wirklich dann adaptiv zu diesen Lösungen uns anzudocken, die Daten zu nehmen, sei es über Echtzeit oder über zeitversetzten Austausch, sei es in eine Richtung, sei es in zwei Richtungen. Das hängt dann wirklich von dem Projekt und von der Lösung ab, die wir wollen und wie es auch der Prozess vorsieht. Aber grundsätzlich können Sie sich merken, wir können an jedes System andocken, was mindestens eine CSV-Datei ausspielt oder eine Excel-Datei. Da brauchen Sie keine Gedanken machen. Genau. Die nächste ist für dich wieder. Die nächste Frage, gibt es ESG-Tools, die ihr für die Integration empfehlt, beispielsweise Integrity Next oder EcoVadis? Nein, ich würde sagen, wir empfehlen keine Tools. Wir haben Kontakt sowohl mit Integrity Next als auch mit EcoVadis und wir sind auch dabei, die Zusammenarbeit mit beiden zu formalisieren. Wir haben jetzt auch schon viele Kunden, die sowohl das eine als auch das andere als Datenquellen nutzen. Oft werden die dann hier über die Sustainable Practice Indikatoren und Themenbereiche integriert, also das Ergebnis aus den beiden Datenbanken zum Beispiel. Da gibt es auch noch ein paar andere Datenbanken. Wir sind da eher neutral und gehen dann im Prinzip auf den Kundenwunsch ein. Alle Datenbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, sind gut und haben also auch ihre Daseinsberechtigung. Und
Das ist das Gleiche, was auch der Sebastian eben gezeigt hat. Es gibt eine Vielzahl von Tools und da gibt es nicht das beste oder das richtige Tool, sondern es gibt das richtige und das beste Tool vielleicht für den spezifischen Kunden und die spezifischen Bedürfnisse, weil viele Kunden doch sehr spezifische Bedürfnisse haben und müssen deswegen selber dann auch ihren eigenen Weg finden, wie solche Scorecards oder überhaupt das Supply Relationship Management aufgebaut wird. Genau. Die nächste Frage. Fragebögen sind als Standard für alle Firmen angeboten oder soll es von Kunden gemacht werden? Auch da wieder, wir haben 1000 Fragen, also wir haben eine Fragenbibliothek aus 1000 Fragen, die in verschiedenen Bereiche kategorisiert sind, wie zum Beispiel rund um Qualitätsmanagement, haben Sie eine ISO 9001, ja oder nein? Oder um Menschenrechte, oder unterstützen Sie unseren Code of Conduct, ja oder nein? Das heißt, daraus können Sie sich bedienen und Ihre eigenen Fragebögen machen. Ein paar Templates liefern wir auch mit, wie zum Beispiel zum Lieferkettengesetz. Da haben wir ein standardmäßiges LKSG-Template. Aber grundsätzlich können Sie sich aus dieser riesengroßen Bibliothek bedienen und Ihre eigenen Fragebögen machen. Meistens kommt auch die Frage, ist es denn auch so, dass ich meine eigenen Fragen mit einbringen kann? Ja, können Sie. Sie können auch Ihre eigenen Fragen mit reinbringen, gestalten und dann auch da dann Ihre Fragebögen so aufbauen. Das ist so der beste Weg, den wir festgestellt haben. Denn ein Standardfragebogen im allgemeinen Sinn zu machen, zum Beispiel für das Qualitätsmanagement, endet damit, dass wir da zwar einen Standard haben, aber die Kunden, weil es verschiedene Industrien gibt, auch sagen, ja, schöner Fragebogen, aber wir müssen eigentlich so viel verändern. Deswegen lieber dieses mit der Bibliothek, dass sie sich wirklich ihren eigenen Fragebogen selbstständig zusammenklicken können. Genau. Darüber hinaus können wir natürlich immer dabei helfen, die wichtigen Fragen und Indikatoren Ihnen dann auch zu empfehlen. Das passiert während dem Onboarding-Prozess. Und das ist auch eine gute Überleitung jetzt in die nächste Frage, wo gefragt wird, ob wir als Berater tätig sind oder ob wir auch ein Tool-Provider sind. Kodiak Hub, und wir machen das ganz bewusst, wir wollen diese Webinars nicht als eine Verkaufsveranstaltung gestalten, sondern wir wollen Ihnen hier ein wenig Inspiration liefern. Deswegen haben wir auch jetzt nicht unser Tool hier, sage ich mal, direkt präsentiert, sondern nur ein Beispiel gezeigt. Wir sind ein Tool-Provider. Kodiak Hub ist eine Supply Relationship Management Plattform. Wir beraten natürlich während dem Onboarding-Prozess auch, indem wir Ihnen helfen, einen Standard, Ihre Prozesse festzulegen, basierend auf allen Erfahrungen, die wir natürlich mit vielen anderen Kunden in vielen verschiedenen Industrien auch gesammelt haben. Wir sind dann in gewisser Weise beratend tätig, aber wir sind hauptsächlich ein Tool-Provider. Genau. So, Lieferkettengesetz ist gerade bei uns Thema. Wie bringen Sie das mit unter oder haben Sie hier ein Beispiel für Sie, wie Sie das Thema integrieren? Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir bei uns ist auch das Lieferkettengesetz ein sehr starkes Thema. Wie machen wir das? Sie haben gerade gesehen beim Achim in der Live-Demo, dass wir A, externe Faktoren nehmen, also externe Metriken, wie zum Beispiel das Länderrating, um gewisse Risiken von Ländern ausgehen zu sehen, aber auch wie Member-Check, dass wir Sanktionslisten anschauen, dass wir sozusagen die erste Risikoanalyse machen können. Des Weiteren können wir konkret Fragebögen erstellen, die wirklich zum Thema Lieferkettengesetz gehen. Das heißt, dass Sie eine Selbstauskunft schicken können an den Lieferanten und da dementsprechend LKSG-Fragen abnehmen. Das heißt, haben Sie eine ISO 45001, haben Sie eine ISO 14001, wie ist der Umweltmanagement etc. etc. Das sind vordefinierte Standards, die wir haben, die Sie auch gerne erweitern können mit Ihren eigenen Daten. Und dann haben Sie erstmal eine Grundlage, ist denn überhaupt dieser Lieferant compliant. Dann haben Sie auch eine Maßnahmenregelung, das sind unsere Actions, damit können Sie Gegenmaßnahmen erstellen, falls Sie sehen, dass irgendwo ein Risiko aufgetreten, wie zum Beispiel ISO-Zertifikat ist ausgelaufen, ja, die ISO 14001 läuft auch, da können Sie eine Maßnahme ergreifen mit dem Lieferanten gemeinsam, die auch dann wohl dokumentiert ist im System für beide Seiten, also Lieferant und auch für Sie und können das dann damit abgelten und so diese Prävention einleiten oder das Risiko mindern. Und dann letztendlich ganz zum Schluss haben wir auch noch einen Service, das ist der BAFA-Report-Service, wo wir ein Template bereitstellen, für den schon vorbereitet für die BAFA. Die haben mir da 400 Fragen vorbereitet, die sie einmal pro Jahr abgeben müssen. Und das Template stellen wir bereit, sodass sie es dann einfach digital ausfüllen können, auch mit den Reporting-Daten, die wir im System haben und müssen nicht auf das PDF-Datei gehen, die sie per Hand ausdrucken sollen, ausfüllen sollen und dann Richtung BAFA schicken können. Das mal so ein ganz kurzes Beispiel, wie wir das machen. Natürlich würde ich hier anbieten, meine Demo zu machen dazu, weil es dann doch schon ein bisschen tiefer ins Detail geht und man das wirklich dann sehr gut im System darstellen kann. Genau.
Gut, dann haben wir die letzte Frage, bevor wir dann auf den Link nochmal rauslegen, wo Sie dann direkt mit uns in Kontakt treten können, wenn Sie Interesse an der Demo haben. Die letzte Frage wäre, die Antworten und Zertifikate von Lieferanten werden von Ihnen validiert oder ist dies die Aufgabe von den Firmen? Wir validieren die Aufgaben eigentlich, also die Ergebnisse so direkt nicht. Natürlich sind die Fragen so gestellt, dass sie selbst validierend sind und dann über die Rating-Funktionalitäten natürlich dann auch sichtbar werden, was gut und was schlecht ist, um das mal banal auszudrücken. Was die Zertifikate angeht, können wir einen einfachen Truth-Check anbieten, Machine Learning basierend, die Ihnen eine Einschätzung gibt, ob das hochgeladene Zertifikat das tatsächliche richtige Zertifikat ist oder ob es das nicht ist oder ob ein Fragezeichen darauf ist, wo man dann einfach selber nochmal reinschaut. Die endgültige Verifizierung muss man aber in dem Moment aber dann auch selber machen. So, hier kommen doch noch ein paar Fragen rein, sehe ich gerade. Vielleicht warten wir noch mal kurz. Bekommt man eine Benachrichtigung, wenn ein Zertifikat zum Beispiel abgelaufen ist? Ja. Ganz klare Antwort, beantworte ich mal direkt. Genau. Ja, Sie bekommen eine Benachrichtigung, und zwar eine Benachrichtigung, die gleichzeitig auch einen Link zu einer Aktion enthält, einem Handlungsplan im Prinzip, der dann über Knopfdruck dann an den Zulieferer geschickt wird, um auch dann ein neues Zertifikat anzufragen, was dann wieder automatisch im Zertifikatmanagementsystem landet. So, damit denke ich, haben wir alle Fragen erstmal beantwortet. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen natürlich nochmal wiederzusehen. Da können wir dann nochmal ganz spezifisch auf Ihre eigenen Bedürfnisse eingehen. Vielleicht nochmal eine Stunde uns Zeit nehmen, natürlich für Sie und Ihnen dann das Tool nochmal in der Tiefe vorzustellen. Genau. Dafür folgendes: Ich habe mir jetzt gerade einen Call to Action gesendet oder eine Aktion. Da können Sie einfach draufklicken, falls Sie eine Demo haben wollen. Einfach ganz einfach auf diesen Button klicken, Demo buchen. Dann kommen Sie auf eine schöne Seite, können sich dort eintragen und gleich einen direkten Kalender-Booking machen. Das heißt, Sie haben einen Zugriff auf den Kalender, können sehen, wann haben Sie einen freien Platz, können es dann buchen. Und dann haben Sie auch schon die Möglichkeit, mit uns gemeinsam mal ins Tool reinzuschauen. Und falls Sie noch ein paar Fragen haben, die Sie heute nicht gestellt haben oder die Ihnen heute zu oberflächlich waren, können Sie die gerne dann auch nochmal mit uns diskutieren und reingehen. Und während Sie die sich jetzt vielleicht für die Demo anbuchen, nur kurz, ich sah, da kamen ganz zum Schluss nochmal zwei Fragen ein. Wir reden hier nicht über eine Demo-Version, sondern eine Demo buchen bedeutet, dass Sie dann mit uns nochmal in einem Call sitzen können, in einem Teams-Meeting, wo wir Ihnen dann nochmal das komplette Tool zeigen in seiner Gänze und dann auch ganz spezifisch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es handelt sich also jetzt nicht um eine Demo-Version, die Sie dann selber klicken müssen, sondern das ist geführt von uns und wir freuen uns da immer Zeit zu nehmen für jeden individuell. Die letzte Frage sehe ich, hier kam noch in, ob Kodiak Hub auch eine E-Procurement-Lösung anbietet für Anfragen, Angebote, Preisvergleiche, Bestellungen. Wir sind ein Best-of-Breed-Tool für Supplier Relationship Management. Wir arbeiten einen Teil auch mit Strategic Sourcing natürlich, indem wir Unternehmen helfen, RFX-Prozesse durchzuführen. Aber zum Beispiel, wenn es dann um Angebote und die Behandlung von Preisvergleichen angeht, da gibt es sicher andere Tools, die hier besser in dem Bereich fokussiert sind. Wir arbeiten normalerweise mit solchen anderen spezialisierten Tools dann zusammen über Integration. Gut, dann denke ich, bleibt uns nichts anderes mehr, als Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen und natürlich vielen, vielen Dank fürs Interesse und ich hoffe, wir sehen Sie wieder, entweder in einer personalifizierten Demo oder vielleicht auch in einem nächsten Webinar. Ich denke auch von meinem Kollegen Sebastian noch ein Definitiv, definitiv. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und noch einen schönen Restnachmittag und bis bald. Entweder Genau. Demo oder im nächsten Webinar. Alles Dankeschön für die klar, Teilnahme. gut. Tschüss. Tschüss.